Hallöchen Leute, ich bin PyroMark und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Land. Ja, wir gehen etwas in der Zeit zurück, haben jetzt ein paar neue Sonic-Spiele gespielt. Neue. Sind jetzt wieder im Jahr 1989 und spielen einfach mal Mario Land. Super Mario Land, natürlich. Holen uns gleich mal Pilze und so weiter. So. Da gibt es wieder einige bekannt aussehende Gegner, wie diese Goomba-ähnlichen Dinger. Das heißen aber hier Goombos, habe ich gerade vorher noch gelesen. Und ich habe die Aufnahme schon mal kurz gestartet und den ersten Level gespielt, aber dann gemerkt, dass logischerweise dass der Emulator nicht zu sehen war. Ja, das ist eigentlich ein bisschen wichtig, wenn ich hier das Spiel spielen will. Und euch zeigen will natürlich. So, dann gibt es auch Koopas. Das sind aber keine normalen Koopas, sondern die explodieren dann. Dann kann man den Panzer von denen nachher nicht nehmen. Ja, Schildkröten haben auch Panzer. Die haben ziemlich viel, müssen ziemlich reich sein. So, jedenfalls gibt es natürlich auch ein paar neuere Gegner. Und hier Unbesiegbarkeit, die sich etwas anders anhört als in den anderen Mario-Spielen, sag ich mal. Das ist auch so eine eigene Story. Wir sind in einem ganz anderen Land, Samsara oder wie das heißt. Und müssen da Prinzessin Daisy retten, die von so einem Alien-Typen entführt wurde. Ganz komische Geschichte. So, auf jeden Fall gibt es immer zwei Ausgänge bei jedem Level. Und der obere ist halt immer schwerer zu erreichen. Bringt uns aber dafür so einen Bonus-Level. So, ist der Emulator da? Ja, super. Ach ja, diese Problemchen. So, am besten versuchen wir hier irgendwas Gutes zu bekommen. Drei Leben zum Beispiel. Klingt für mich ganz annehmbar. So, Blume hätten wenig gebraucht, weil die haben wir. Die ist übrigens auch anders als in den anderen Mario-Spielen. Da ist einfach nur ein einzelner Ball, der in der ganzen Gegend rumfliegt, auch Münzen ansammeln kann. Und ja, irgendwann verschwindet. Ja, der verschwindet auch irgendwann. Genau. Und man kann immer nur einen abfeuern. Bei den normalen, bei den anderen Mario-Spielen kann man ja dann zwei Feuerbälle gleichzeitig rumfliegen haben. Hier ist das nur einer, ist aber auch kein wirklicher Feuerball, würde ich sagen. Was haben wir hier unten drin? Eine einzelne Münze. Naja. Kann man holen, muss man aber nicht, würde ich sagen. So, diesmal versuchen wir den Kerl abzuballern. Ja, sicher, funktioniert super. Jetzt ziemlich viele Kerle. So. Blume, ja. Die 1000 Punkte gönne ich mir natürlich. Na, rennen wir und springen. Die Steuerung passt eh. Da habe ich auch beim ersten Anlauf getestet. Der dann aber natürlich schief gegangen ist. Da, ich erwarte eine Münze. Da irgendwo noch was Gutes drin ist. Wir werden es rausfinden vielleicht. Nein, da ist auch schon der Level zu Ende. Natürlich ist es nicht, ja genau, habe ich ja schon gesagt, nicht immer so einfach wie beim ersten Level. Hier diese Blöcke fliegen natürlich nach unten. Und dann kommt man natürlich, so wie ich schon so oft gesagt habe, nicht mehr oben hin. Ja, da muss man sehr vorsichtig sein. So, drei Leben am besten wieder. Dann verkacke ich wenigstens nicht. Ah, da nimmt Mario fälschlicherweise die Leiter. So. Da haben wir auch schon Level 1, 3. Es gibt immer pro Welt immer drei Levels. Okay, ja, die kann ich auch abballern. So. Von den Sternen, die da hinten kommen, brauchen wir keine Angst haben. Da gibt es irgendeinen Trick, wie man da nach oben kann. Habt ihr vorher gesehen, vielleicht. Da waren Münzen oben, ganz oben. Aber den kenne ich nicht mehr, falls ich den überhaupt mal gekannt habe. Ah, ja. Die komischen Sphinxe. Ich hab ballern, da ist auch eine Röhre, wo man in einen super coolen Level kommt, aber ich weiß gar nicht mehr, wie man da hinkommt. So, da unten kommt man sowieso noch das kleine Mario ran. Okay, dann gehen wir ran. Auch wenn wir Blume haben, werden wir wieder zu Small Mario, oder wie auch immer der so genannt wird. Normal Mario einfach. So. Ja, haben also keine Zwischenstufe. Dass wir sagen können, okay, jetzt haben wir die Feuerblume. Die Blume. Das ist ja nicht okay, eine Feuerblume. Okay, keine Ahnung, ob das Feuerbälle sind.
Sieht für mich nicht da aus. Ja, ballern natürlich. So. Da haben wir schon unseren ersten Boss. Ja, okay, dann ballern wir mich halt ab. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber na gut, ich renne halt hier in die Flamme rein. Oder bin ich gesprungen? Wie auch immer, schlechte Idee. So. Und da haben wir Daisy auch schon mal befreit. Thank you, Mario, sagt ihr da. Oh, Daisy. Tja, aber wie wir es kennen, ist da dann kein Toad, der sagt, dass die Prinzessin in einem anderen Castle ist, sondern der verwandelt sich einfach in so ein Viech. Jetzt versuche ich natürlich mal die Feuerblume gleich zu holen. Nicht unbedingt nötig, aber wenn wir schon mal klein sind. Ich weiß nicht, was da die Story ist. Anscheinend sind wir da mit dem UFO hergeflogen, irgendwie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall steht dort ein UFO oben. Und wir sind direkt unter dem Dingsstrahl. Oder wir wollten uns eins sorgen, aber wir sind entkommen und jetzt hier in dieser zweiten Welt. Die haben auch alle einen Namen. So, gehen wir mal in so ein Bonus-Level. Ja, noch nicht. So, können wir uns hier die Münzen holen. Natürlich können wir auf so einen Ball schießen, der auch ein paar Münzen für uns holt. Ja, das wollte ich. Genau so. Genau, dann haben wir den Tetris-Block überlassen hier unten. So, ja, nice. 1000 Punkte will mir mal nicht beschweren darüber. So, bald gibt es noch andere. Das sind eigentlich nur Fischgeräten, keine Ahnung warum. Naja. Oh, Unbesiegbarkeit ist natürlich hier das A und O. Okay, man kommt da so durch, ganz gut. Hier haben wir dann einen Feuerball schießen. Das sind die Feuerbälle, so sind die aus. Das sind halt die Feuerbälle schießenden Seepferdchen, die man so kennt, wenn man so im Urlaub ist. Sagt, Mama, sieh mal da ein Seepferdchen. Dann ballert sagt das auch einfach mit Feuerbällen ab. Das ist jedem schon mal passiert. So, kann natürlich warten. So. Genau, man kann. Also, man wagt so einen ziemlich riskanten Angriff. So, holt sich hier ein Leben. Und wie schaut's aus? Ist eigentlich dasselbe. Ah, das fährt nicht so weit nach oben. Das machen wir hier mit Anlauf. Genau. Jetzt sieht man Marios Beine noch über, also seine Füße, seine Schuhe, was auch immer. Über dem Time-Anzeige. Ziemlich lustiger Scherzkeks der Mario. Ah! Schon wieder. Na gut. Das nehme ich einfach an. So, ich will halt nicht durchgehend hier das Sonic-Spiel spielen. Aber ein paar ältere. Mario und ich auch. Metroid oder so habe ich halt nie gespielt. Oder so Mega Man Zeugs. Könnte ich ja normalerweise auch spielen, aber zu wenig Erfahrung und da mache ich mich voll lächerlich. Ja, ganz anders als hier, natürlich. Hier habe ich einfach den Bogen raus, schon direkt. Naja, ein bisschen zumindest. Na gut, Plattform. Ich brauch dich. Bleib hier. Oh, oh. So. Genau. Hier in dem Spiel braucht man keinen Anlauf nehmen, wenn man Rennen gedrückt hat und in die Richtung geht, rennt man sofort Höchstgeschwindigkeit. Ah, Stern brauchst nicht so was auffliegen. Das glaube ich immer im letzten irgendwas versteckt. Genau, hier eine Blume noch. Ich glaube da nichts mehr. Nö. Da unten gibt es auch einen Weg übrigens. Ja, ja. Das weiß ich alles, aber ich gehe natürlich den einfachsten Weg. Ich gehe hier fast runter, also. Puh, Alter. Dachte schon, ich hüpfe jetzt da rein. Wegen dem Grund. Ah, da braucht schon zwei Schüsse. Oder ich habe gar nicht erwischt. Das kann natürlich auch sein. Na, okay. So ausgesehen, als ob der Schuss danach weg war. Komisch. Egal, stirb Gumbo. Weg mit dir. Das Snapballern, dann explodieren die nicht. Okay. Das braucht man gar nicht. Und dann hier, hier, hier. Oh, da habe ich verkackt. Oh, das gibt Minuspunkte. Oder einfach kein Bonus-Level, natürlich. So,
So sieht's doch hier aus. Na gut. Da ist ein Wasserlevel. Da können wir auch gedrückt halten, wie man das gerne hätte. Auf jeden Fall kann man drei Schüsse auf einmal. Wenn drei Schüsse auf einmal am Bildschirm sein. Da also sollte man dann doch etwas sparsam sein. Vielleicht mit Stick. Nein, kann ich nicht. Ja, so, was würden wir ja mit Stick. Ich will gerne mit Stick angehen, aber egal. Gab's da früher auch nicht. Aber da gab's halt noch ordentliche Steuerkreuze. Die sind ja mittlerweile. Puh. So, Mario in seinem coolen U-Boot regelt das alles schon. Kein Gegner ist ihm zu stark. Jetzt glaube ich auch immer irgendwas versteckt. Ja. Vorsicht. Junger Mario. Puh. Ja, hat das Gold Level, da natürlich auch nicht hinter dem Bilderrand kommen, den linken, sonst ist das vorbei. So, ein Mario-Schriftzug unter Wasser aus Münzen. Ganz klar ist der hier. Wer auch immer den hier hinterlassen hat, Daisy wahrscheinlich. Damit wir sie ja finden können. Oh, das ist auch schon der Boss. Das sollten wir uns abheben können. Egal, eine große Kugel, der wir ausweichen müssen. Und er schießt auch kleine Kugeln. Kein Problem. Da können wir eigentlich auch schon vorüber ran. Wir müssen nicht unbedingt warten. Müssen den Boss nicht unbedingt killen. So. Also der, es kommt das Explosionsgeräusch vom Boss, obwohl der. Ich weiß einfach, warum der explodiert, aber egal. Auf jeden Fall muss man da nicht. So. Jetzt fliegt mein U-Boot da rein und da ist auf einmal kein Wasser. Wie das funktioniert, weiß ich auch nicht, aber naja, es funktioniert. Thank you, Mario. Ah, das ist wieder nicht die richtige Daisy. Wer hätte es denn gedacht? Es ist ein Oktopus, der wegspringt. So kann es gehen. So, am Ende vom Boss kommt übrigens immer ein Bonus-Level. Mal sehen, wie oft wir diese Pattern noch sehen. Aber wir sind schon mal Welt 3. Das heißt, die Hälfte des Spiels haben wir schon hinter uns. Die Dinger da. Naja. Herumspringenden Thaddäus-Häuser hier. Da hinten ist ein Thaddäus-Haus, was ähnliches zumindest. So, wenn wir hier rennen, können wir drüber rennen. Gehen, glaube ich, funktioniert nicht. Da sind auch so Art Kugelwillis. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Das müssen wir eigentlich gar nicht. Wir können hier auch auf, aber egal. Münzen sind gut, für extra Leben natürlich, wenn wir 100 Münzen haben. Ah, drei Schüsse hält der aus. So. Diese gefährlichen Sprungpassagen. So, da können wir, glaube ich, einen Schuss runterballern. Irgendwie. Um die Münzen zu sammeln. Okay, dann halt nicht. So. Die können wir uns aber so holen. Können wir auch drauf springen, soweit ich weiß. So. Ich dachte, das ist schon vorher. Weg mit dir. Da wollt ihr mich schon eine Zwickmühle nehmen. Das laufende Ding hier. So ein super komischer Marathon-Runner. So, wir haben Bonusleben. Das Ding kann uns auch nachspringen oder nicht. So, explodiert. Los. Weg mit dir jetzt einmal. Sehr furchtbar. Hält da keiner aus. So. Bis jetzt funktioniert noch alles. Natürlich will ich das auch holen. Oh. So, die andere kann schon nicht mehr ballern, weil es aus dem Bildschirm mal ist. So, die kommen auch wieder zurück. Ah, da hat er mich erwischt. Oh. Da war zum Glück noch unverwundbar kurz. Ja. War natürlich so gewollt. Mach ich auch noch auf. Ja, da war leider nicht mehr. Was mache ich? Okay, hier auf einer Stern warten. Das ist ja nicht so schwer, zum Glück. So, dann einfach über den Stein.
Stand retten, nicht runterspringen. Wow. Okay, jetzt kommt leider kein Stand mehr. So. Ja. So kann man natürlich auch sterben, wenn man extrem doof ist. Puh. Kann sich natürlich auch absichtlich in den Tod stürzen. So. So. Ein Pilz wäre nicht schlecht. Bitte schön, einen, der mich groß macht am besten. Na egal. So. So, dann müssen wir den Stein benutzen, um auf die Plattform zu kommen. Dann hier und dann hier. Und dann holen wir uns hoffentlich beim Bonus-Level die Feuerblume. Mal gucken. Achso. So, jetzt gucken wir mal. Feuerblume ist ganz oben. Nice. Easy. Okay. Level 2. Wieder so ein Höhlenlevel. Diesmal mit Spinnen. Die sich abseilen. Mal locker durchrennen, aber sogar mal abballern. Oh, warum habe ich die Spinne nicht gesehen? Ah. Oh. Das sind natürlich springende Blumen. Springende Spinnen. Warum Blumen? Hä? Okay, Pilz wäre nicht schlecht. Ich weiß, ich habe zwar gerade einen bekommen, aber. Hätte wohl noch träumen dürfen. Ne. Arsch. Ja, Felsen, die runterfliegen. So, fallen meine ich natürlich. Felsen fliegen nicht. Sie fallen. Bleib nicht einfach stehen. Naja, egal. So. Also, jetzt aber hier. Wir wollen mal einfach keinen Pilz geben. Muss ich alles so schaffen. Komm, geh weg. So, wenn du nicht nervst. Ja, geht sich eh alles aus, seht ihr. Ha, easy. So, zero deaths. Na, ja, da haben wir das Ducken gebraucht. Puh. So, warum will ich eigentlich die 4 Münzen hier holen? Bisschen langsamer. Okay, bisher hatten wir Glück. Mal schauen, ob das anhält. So ein ganz altes Mario-Spiel. Kommt er da? So. Ja, ich gleich gleichzeitig an. Mhm, jetzt wird's haarig. Und ich ne. Also nicht Marios Bart. Naja. Hätte besser laufen können, würde ich sagen. Aber dafür haben wir den 14 Leben. Aber wieder die Musik. Wo wir hier außen sind. Draußen, natürlich. So. Viele Plattformen in dem Level. Warum ich mich gerade in den Tod gestürzt habe. Ich habe natürlich nicht gewusst, dass die Plattform so weit weg stehen bleibt. Wer weiß denn sowas? So, ich bin ziemlich sicher, dass da oben ein Bonus-Level drin ist. Jo, so. Hier ist auch irgendwo ein Item versteckt. Ein Pilz. Wenn man nicht runterfliegt, kann man den ganz gut erreichen. Kann ich wieder rauf? Wahrscheinlich, wenn es gut timen wird, einmal. Alter. Oder? Hä? Ich komme gerade extrem dumm vor. Ich wollte doch in den Bonus-Level, damit ich. Okay, ich glaube, das geht gar nicht. Ah, ja, okay, abbremsen und dann wieder rennen. Puh. Aber man kann natürlich auch einfach springen, damit ich nichts. Und ich glaube, der Pilz ist sowieso da unten drin. Okay, na wenigstens haben wir an. Diesen Boss will ich nicht ohne Pilz gegenübertreten.
sogar ein Leben noch. Das brauchen wir ja eh. So, die hüpfen immer in meine Richtung. So, easy. Ja. Puh, gut. Ja, springen wir gleich rüber. Da gibt es auch diesen Bonus-Level. Stimmt. Ist nicht so mein Liebling, aber egal. Wir können jetzt sicher durch. Weil da Stacheln noch sind. Bonus-Level mit Stacheln ist nie gut. Also weniger Bonus und mehr. Was war das für ein Kaiser Mario Shit hier? Ja, natürlich, um hier raufzukommen, braucht man natürlich das Ding hier. Normalerweise, wenn man nicht super Tricks drauf hat. Weg mit dir am besten. Ich hier meine Ruhe habe. Ja. So. Wo ist Pilz? Du musst ein bisschen dich absetzen von dem Ding, damit ich dich auch erreichen kann. So. Meines Wissens nach sind wir schon bald beim Boss. Ja, der Stern auf uns. Und wir müssen, soweit ich weiß, darauf springen irgendwie. Bin mir nicht sicher wie. Ach so, genau. Genau, timen. Ja, muss mal ein bisschen stehen bleiben. Man kann hier stehen bleiben auch. Steine fliegen ja nicht überall am Boden. Fliegen auch über einen drüber ab und zu. Puh, ja, das war schon ganz knifflig. Ich hätte natürlich auch durchrennen können, wenn ich hier schon mal einen Pilz verliere, aber egal. Danke dir, Mario. Oh, Daisy. Oh, Blümchen. Oder ist das so eine Blumenart? Blumenart. Ja. Blume. Oh, da hat er ein Leben, geht auch natürlich. Stellen wir dreimal, weil wir keine Blume haben. Dafür haben wir jetzt die Leben. So. Aber. Da finde ich die Musik ganz geil. Dann haben wir hier fast überall. Oh, das ist ganz chillig. So. Hier haben wir diese Ninjas, die wir nur kurz außer Gefecht setzen können. Das ist eine Art Vorstufe der Knochen trocken. Wieder umfallen und dann wieder aufstehen nach einer Zeit. Explodieren. Geht leider nicht. So. Aber Münzen kann man noch ertragen für ein Leben. Kommt er da nicht mehr rauf? Nö, der hängt da jetzt. Na gut, ciao. Oh, hi. So. Irgendwas, was uns hilft, natürlich nicht. Ja, das wird natürlich auch schwieriger. Alter, so wollte er gar nicht springen. Das ist aber lahm, da kann ich gar nicht rein. Na dann, habe ich mir schon fast gedacht, dass da keins drin ist. Ja, geh weg. Ja. Was? Muss sollte schon warten, damit man auch weiß, wie weit die Plattformen fahren. Ich renne mal durch, ohne es zu wissen. So. Ein Leben zumindest. Ach ja. So, das muss man gut timen natürlich. Baller schnell. Dass ich hier drauf springen kann. So. Hier sollte ein Pilz drin sein mal wieder. Jo. Puh. Habe ich schon mal gespielt, also falls ich das noch nicht gesagt habe. Ich habe das Spiel natürlich schon. Ist aber schon wieder eine Zeit her. Und wenn ich sowieso immer wieder durchspielen will, dann kann ich auch gleich mal ein Video davon machen auf meinem Channel. Aber, ja. Ich faile, das wollt ihr natürlich alles sehen. Ist hier schon Ende im Gelände? Noch nicht ganz. Hier kommt nochmal ein hinterhältiger Ninja-Angriff, dem ich natürlich meisterhaft ausweiche, wie der Meister Ninja, der ich auch bin. Puh. Okay,
wollte nämlich drüber springen, aber da war das ein Block. Egal, da war wenigstens ein Leben drin. Im vorigen war ja gar nichts drin, der hat mich einfach umgebracht. So. So, drei Ninjas gleichzeitig. Das ist eine Aufgabe, die selbst Mario ein bisschen an die Nieren geht, oder? Okay, das ist gar nicht so schwer eigentlich. Nur darüber rennen. Und passt. So, da haben wir noch drei von den Dingern. Die bringen uns aber keine Punkte oder so. Sind wir groß, dann nehmen wir drei Leben. Gut, dann nicht. Dann nehmen wir halt die Blume. Hatten wir auch noch nicht. So. Wir waren ja nur großer Mario. So, da gehe ich sicherheitshalber durch, soweit ich kann. Ja, bis hierher. Schlangen, die Feuerbälle spucken, da hätte ich gleich oben rein können. Das geht jetzt logischerweise aber nicht mehr. Hier könnte ich auch oben ran. Und kommt er wieder? Ich glaube ja nicht. Da mal draußen ist. Hier könnte da oben natürlich auch was versteckt sein bei den normalen Blöcken. Da warte ich natürlich nicht, sondern gehe einfach weiter. Ich Dummian. Ich bin so ein Dummi, Alter. Warum warte ich hier nicht? Bis der Gumbo weg ist. Bäh. Hat genug weg am besten noch. Wenn es geht. Darf ich mal den Pilz? Darf ich das als möglich auseinanderfassen? Ah, wer hätte gedacht, dass es die Stelle ist, die wir am öftesten sehen, weil ich so schlecht bin? Naja. Ist ja jetzt auch schon halbwegs schwer hier. So, dann baller mal. Was mach ich? Ich schwöre, ich bin nicht so schlecht, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, weil ich ein großer Mario bin und dann einfach durchrennen kann. Oder wahrscheinlich immer den Unbesiegbarkeitscheat verwende. Also, geht ja. Dann habe ich auch noch den Pilz und alles ist Paletti. So. Solche ähnlichen Dinger kennen wir auch schon aus Mario. Das sind halt keine kompletten Feuerketten. Ja, ganz toll. Sondern nur so Punkte, die da um so einen Block fliegen. Natürlich sterbe ich 2 mm vor Unbesiegbarkeit. Aber nicht das Spiel ist, gibt dann gleich alle Feuerbälle weg. Aber ist irgendwie auch klar, weil es mit Spawn-Materie im Feuerball und dann sieht es schlecht aus. Warum erwarte ich jetzt, dass die Unbesiegbarkeit so am Boden mitrollt, so wie ein Pilz? Dieser hier zum Beispiel. Ganz ruhig. So. Okay. Nö, nix da nach oben ballern, wenn ich gerade da mein super Ausweichmanöver starten will. Da darf ich? Okay. Puh, wie macht man das am besten? Durchrennen. Wer hätte das gedacht? So, einmal. Durchrennen. Genau. Puh. Ganz schön hart. Da einfach rennen, dann kommt man eh darauf. Ja, gar nicht so schwer. Puh. Gut, dass ich es geschafft habe, nachdem ich gesagt habe, dass es nicht so schwer ist. Das geht sogar in einem Part des Spiels. Freut mich. Also nicht, dass es so schnell vorbei ist, aber. Drei Leben. Okay, Blume geht auch. Ich glaube, dieser wundert dich. Ja. Groß waren wir schon. Hier hätten wir sowieso einen Pilz bekommen. Also. Drei Leben wären hier natürlich optimal gewesen. Wenn man da vorne ist, kann man noch durchgehen ballern. Weil der dritte Schuss dann wieder aus dem Bild ist, bevor man den nächsten abschießt. Aber egal. Müssen wir nicht alle killen. Münzen sammeln wäre okay, aber ich glaube, ganz zum Schluss kommt noch mal eine Stelle,
wo es ziemlich viele Münzen gibt. Ja, man kann leider nicht schneller fliegen. Ich glaube, das Ding kann man sogar auch zerstören, wenn man schnell oft genug trifft. Ernsthaft, fliegt er noch nach oben zu mir? Ich glaube, den holen wir mal lieber. Das ist jetzt halber. Man kann natürlich oft genug abballern oder man fällt einfach mit Sternen ran. Ganz klar, so. Und während der Unbesiegbarkeit, aktiv ist, hätte ich gerne noch einen Pilz aus dem Block. Dankeschön, so. Mal weg. So, ihn einmal treffen. Einfach geht's nicht. Ja, hier. Kann man, wenn man gut fliegt, glaube ich, was auch alle Münzen holen, aber ja. Mir reichen die erstmal. Da sind noch Sterne oben. Das sind die gleichen Sterne wie so ein Besiegbarkeitsding, nur halt ausgegraut. Krass. So. Ah, die nützliche Sachen zu googeln, wie gesagt. Alles ganz in Ordnung. Ja, ich bin fast den Feuerball ran. Kurz vor Ziel. Ah, da gibt man eben einen Pilz. So, da kommen noch Fäuste runter. Keine Ahnung, was das bedeutet soll. Egal. Hier ist der Boss. Eine Wolke. Die Vögel auf uns schießt, den wir eigentlich ausweichen sollten. Nicht. Ich dachte, der stirbt jetzt dann gleich irgendwann. Machen wir ein riskantes Manöver, aber ja. Das war halt Risky Business, was ich da versucht habe. So, hier können wir wieder viele Münzen eigentlich jedes Mal, wenn wir sterben. Und wir uns alle paar Versuche bekommen wir da wieder ein extra Leben. So. Da warte ich lieber noch. Genau. So. Ah, diesmal gehe ich kein Risiko an. Ah, lass mal den auch noch angreifen. So. Ah, ein Schuss hat noch gefehlt. Okay. Puh, aber jetzt kommt der Alien-Boss, der Peach entführt hat. Der ist immer nicht. Der ist eigentlich relativ easy. Muss einfach nur die ganze Zeit ballern. Man trifft den eh ab und zu. Und einfach seinen Kugeln ausweichen. Gar nicht so knifflig. Ja. Nee. Easy. Diesmal aber wirklich. So. Genau. Bin ich bei der Wolke gestorben, aber nicht beim fetten Endboss. Naja, gut. Oh, Daisy, Daisy. Genau, was das bedeutet. Danke dir, Mario. Ein extra Leben. Schnell holen. Your quest is over. Ja. So. Hier war Daisy die ganze Zeit in einem Raum mit einer Rakete. Sie hätte also die ganze Zeit einfach wegfliegen können. Aber nur Mario weiß natürlich, wie man eine Rakete steuert. Ja, ist also so die die Sache, die man sagt, dass halt hier in der Rakete ist, dass sie wegfliegen hat können, aber wer kann schon eine Rakete fliegen? Ich nicht, da bleibe ich lieber hier gefangen, wenn der eh nichts mit mir macht. Ja, ob der was mit mir gemacht hat? Ich glaube ja nicht. Die Wolken gehen so komisch, aber haben wir ein bisschen schneller da ganz am Rand. Bei mir zumindest, ja, wie gesagt, im Video. Jo, da sind ein paar Programmer noch. Die Harada zum Beispiel. Design Hamatsuoka, und so die ganzen Leute hier halt, die man kennt. Ausspulen. Ja, Sound hat auch wer gemacht. Amida, was auch immer das bedeutet. Battle Thanks zu Taki natürlich. Vielen Dank, Taki. So. Und noch ein paar Leute. So. Das Ende von diesem Video. Jetzt können wir tippen, dann haben wir hier einen Mario Run starten. Das sind, glaube ich, etwas mehr Gegner. Ich schaue mal ganz kurz ran, was ich so gelesen habe. Ich glaube, der Goomba da am Anfang war gar nicht da. Gumbo meine ich natürlich. Entschuldigung. Da ab und zu, genau, Schildkröten, wo eigentlich gar keine waren. Oder so Spinnen, wo keine waren. Ja, hier sind drei Schildkröten. Okay, ja, genau. Und zwei extra Leben einsammeln.
Auf jeden Fall gibt es ja dann mehr Gegner und das machen wir aber nicht. Wir haben es ja durchgespielt und puh, das ist auch nicht so schwer für mich oder so. Nein, ich würde es locker schaffen, aber damit will ich euch jetzt nicht aufhalten und so. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Mario Land. Wahrscheinlich Mario Land 2 als nächstes und dann 3. Da spielen wir sogar. Ich will es nicht verraten, weiß nicht, was. Genau, dann sehen wir uns bei Mario Land 2 wieder. Vielen Dank, dass ihr hier dabei wart. Ich muss jetzt aber leider weggehen, um was dringend das zu erledigen. Also, tschüssi!